Wo bin ich? Schon okay. Ruhig. Entspann dich. Alles wird gut. Wir haben sie überlistet. Unsere Ziele erreicht. Der Mensch ist immer besser als die Maschine. Leider hattest du lebensgefährliche Verletzungen. Du bist stabil, hast aber einen langen Weg vor dir. Wer bist du? Ich bin's, Taylor. Wurde Zeit, dass du aufwachst, oder? Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus zurück in Black Ops 3, Story-Kampagne, Mission 2, Neuland. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir wurden ja übelst zugerichtet am Ende der ersten Mission. Beide Hände verloren. Zürich Innenstadt, Endstation. Hey, noch da? Willkommen zurück. Taylor. Ja. Weißt du, was mit dir passiert? Träume ich etwa? Tja, könnte man sagen. Bleiben wir dabei, dann kannst du immer noch aufwachen. 12. Dezember 2054, 7:30 Uhr. Wir sind in einem privaten Pendlerzug auf dem Weg ins Züricher Hauptquartier der Coalescence Corporation. Unsere Fracht. Ein Prototyp für die WA-Neurale Netzwerkinitiative. Im Kern eine KI-Software, die sich selbst umschreiben kann, um mit anderen Systemen auf der Welt zu interagieren. Das war damals richtig fortschrittlich. Sie sollte später eine ganze Reihe militärischer und ziviler Anwendungen revolutionieren. Das hätte sie zumindest, wenn der Zug sein Ziel erreicht hätte. Um 7.31 Uhr zündete eine Terroristengruppe im Zug einen Sprengsatz. Der Vorfall warf unser Robotikprogramm einige Jahre zurück. Du wirst sie aufhalten. Das ist nicht real. Das kann nicht sein. Was geschieht mit mir? Im Moment bist du in einem künstlichen Koma und wirst für die OP vorbereitet. Du hast neue Hardware in deinem Kopf. Sie nennt sich Direktes Neuralinterface, DNI. Ich habe auch eins, so kann ich mit dir kommunizieren. Dein DNI verbindet deine Gedanken mit deinem neuen Körper und deiner Umgebung. Wir sind verbunden. All das ist eine Simulation in unseren Gedanken. Und du hast noch eine Menge vor dir. Passt ja, dass er bei solcher Erklärung genau die gleiche Synchronstimme hat wie Morpheus in Matrix. Verlassenes Stahlwerk 2054. Raketen! 11.30 Uhr, 11. Dezember 2054. Die Züricher Sicherheitskräfte erhalten einen anonymen Hinweis zur Position eines Unterschlupfs der Terroristen. Leider haben die ZSK aber die Feuerkraft unterschätzt, die diese Arschlöcher dabei hatten. Sie wurden eiskalt erwischt und mussten viel einstecken. Das Ergebnis? Zug explodiert. Kennst du Dias noch? Glaube schon. Er wird dir das coole Zeug erklären, das du benutzen kannst. Kommunikation, Bruder. Wir müssen uns abstimmen. Jo, Taylor. Du bist ein Arschloch. Er hat nichts gehört. Wenn ich mit dir reden will, nutzt das DNI immer einen sicheren Kanal. Ich muss nicht mal daran denken. Aber nur, dass du es weißt. Wenn du Taylor mal wirklich einen Arsch nennst, dann wird er dir mehr einheizen als diese Roboter. Also gut. Sehen wir mal, ob du das schaffst, ohne als Schweizer Käse zu enden, wie diese armen Bastarde. Okay. Alles klar, eine Trainingssimulation ist das dann eher. Oh, das sind. Was hab ich denn hier für eine Waffe in der Hand? Die schießt Dreier Bursts ab, aber vollautomatisch. Interessant.
Das sind alles Verbündete hier. Wo sind denn Gegner? Da oben. Zurück, Granate! Granate, zurückwerfen. So, habt ihr. Könnt ihr behalten, das Ding. Nehme den mittleren Weg. Es gibt nicht nur einen Weg. Hoch, tief, links, rechts. Verschiedene Wege haben unterschiedliche Vorteile. Runter! Das stimmt. Ist also erstmal eine Mission. Ich kann dir kritische Informationen zum Kampf liefern, um das Schlachtfeld besser zu verstehen. Wechsle in den taktischen Modus. Okay. Als ob man zum ersten Mal die Augen öffnet, was? Feinde, direkt! Ist halt erstmal eine Mission, damit er seine ganzen neuen Fähigkeiten erlernen kann. Denn ja, beide Hände verloren. Ich glaube, mit den Beinen wurde auch was gemacht. Das ist schon heftig. Okay, jetzt werden die Gegner hier angezeigt, wenn ich in dieser taktischen Sicht bin. Ist auf jeden Fall einfacher, um die Gegner zu identifizieren mit dem kleinen Totenkopf da dran. Da sieht man auch die Granate, wie sie richtig angeflogen kommt. Markiert sogar. Das hilft einiges. Die Waffe ist ganz lustig mit diesem Dreierburst. Setze verbesserte Mobilität ein. Ist anfangs etwas ungewohnt, aber du wirst schon bald sicherer. Okay. Probier es selbst. Ich weiß sicher, dass du es schaffst. Wandlauf jetzt. Alles klar. Nicht schlecht, Neuling. Im taktischen Modus werden herannahende Gefahren wie Raketen und Granaten hervorgerufen. Siehst du es rot blinken? Dann lauf. Das habe ich schon mitbekommen. Dankeschön für den Hinweis. Durch die Wand schießen kann ich nicht, aber ich kann ihn sogar sehen. Moment, da unten ist einer. Na, aus der Hüfte war die jetzt nicht ganz so genau. Siehst du die roten und gelben? Wow, wo kommt der her? Hier solltest du dich nicht aufhalten. Todeszonen, okay. Das ist also die Flächen, wo der Gegner mich erwischen könnte. Das sieht man hier auf dem Boden. Alles klar. Das ist sehr, sehr hilfreich, muss ich sagen. Verstärkung beim Truck. Okay, zurück, zurück. Na komm du nur! Gefällt mir aber ganz, ganz gut die Waffe und die neuen Fähigkeiten. Also es sieht nicht schlecht aus, muss ich sagen. Ach, hier ist noch einer. Ah, der löst sich auf. Wir sind ja immer noch in dieser Gehirnsimulation, wenn ich das mal so bezeichnen darf. Wir haben einen Verwundeten! Der taktische Modus ist im ganzen Team synchron. Wenn einer von uns etwas sieht, sehen wir es alle. Ach. Auch wenn Deckung im Weg ist. Deswegen sehe ich die durch die Wände. Weil meine anderen Kameraden, die wahrscheinlich besser sehen können, kann ich die Rücke weiter vor. Dann auch sehen. Ah, das ist aber ja, sehr hilfreich, wenn der ganze Einsatztrupp über diese neuralen Verbindungen verbunden sind. Dann ist das natürlich fürs Teamwork eine coole Sache. Der ganze Fußboden hier ist rot, da sollte ich doch nicht hin. Wahrscheinlich nur, weil der da ist. Magazin überprüfen. Nimm dir mehr. Muss mal gucken, ob das dadurch nicht ein bisschen zu leicht wird mit dem Schwierigkeitsgrad. Wenn man hier wirklich alles sieht. Wir haben einen Verwundeten! Mehr habt ihr nicht zu bieten!
Granate. Zurückwerfen. Ah, jetzt sieht man sogar die Flugbahn. Cool. Ja, brennen welche. Ist ja nicht zu überhören. Das Blöde ist, dass wenn du die ganze Zeit... Das DNI lässt uns nicht nur untereinander kommunizieren, sondern auch mit zahlreichen Computersystemen. Darunter so gut wie allen Drohnenbasiseinheiten. Zweifüßler, komplexe Bodeneinheiten. Die sind eine Ecke schwieriger. Die Biester haben ein Schwarmbewusstsein. Wenn du versuchst, die zu kontrollieren, bam, ist dein Gehirn im Eimer. Aber die hier, die sind kinderleicht. Hier die einfach mal los, hochhebt. Heck dich rein. Okay. Nach, was jenseits dieser Mauer ist. Also wenn man die ganze Zeit die Leute so durch die Wände sieht, dann weiß man gar nicht, kann man jetzt da durchschießen oder nicht halt, ne? Los, übernehmen wir eine Drohne. Ich soll mir selber eine nehmen? Okay. Passt perfekt, oder? Irgendwo dadurch ist ein Generator. Zerstöre ihn und die Tür sollte sich öffnen. Wodurch? Da unten durch. Wow, okay. Ganz schön empfindlich, die Steuerung. Hier oben. Alles klar. Du bist verrückt. Schatz beiseite. Denk an dein Umfeld. Das kann dir beim Bewegen helfen und beim Töten. Feuer öffnen! Frage ich mich, ob es die so Drohnen und sowas auch als Auswahl gibt für die Mission, ob man sich überlegen kann, steuere ich jetzt so ein Ding oder gehe ich lieber selber rein? Ob man da Auswahlmöglichkeiten hat, das frage ich mich mal. Wenn man da selbst entscheiden kann, möchte ich jetzt mit dieser Drohne vorgehen oder möchte ich lieber selber reinlaufen? Das wäre auch nochmal ganz cool gemacht. Der hält aber ganz schön was aus. Okay, weg. An deine Drohne gekillt. Okay, EMP-Puls. Komm schon, los. Die sind alle hier in Arsch durch den EMP. Hat das ganze Gebiet hier lahmgelegt. Schade. Ich hätte mir vielleicht auch so eine Nahkampfdrohne holen können, glaube ich mal. Schnapp dir Munition, wenn du eine Munitionskiste siehst. Ein Kampf ohne Kugeln ist so gut wie verloren. Da hast du recht, mein Freund. Dicht ganz schön. Einfach so. Ich hab gar nichts gemacht. Ziele. Erste Etage. Wir haben hier Automatikgeschütze. Wenn du kreativ sein willst, setze die Fernübernahme bei diesen Geschützen ein. Wenn ich kreativ sein will. Alter, das ist eine krasse Reichweite. Jetzt richte es gegen sie und mach sie fertig. Das ist ja fies. Nutze dein Umfeld. Schieß diese Fässer ab. Welche Fässer denn jetzt? Auf der Seite noch was? Nö. Ich glaube, hier ist gar keiner mehr. Und doch, da unten. Egal. Die Idioten dachten wohl, mit ihren Geschützen wären sie sicher. Ah, eben als ich am Geschütz war, war meine Spielfigur dadurch unsichtbar. Das ist cool. Das ist aber verwirrend mit dem Fußboden. Du denkst halt, du darfst da gar nicht reintreten. Kannst du schon, musst halt nur aufpassen, dass du da nicht beschossen wirst. Wie viel halten die aus? Okay. Da ist ja teilweise das Ding übernehmen und dann deaktivieren einfacher als drauf zu schießen. Wie viel Munition man da verbrauchen muss. Headshot. Boah, da kommen aber viele jetzt.
So wie den jetzt. Ich kann ihn halt nicht abknallen, weil der voll hinter den dicken Pfosten steht. Zwei noch. Wenn nur ich die gesehen habe, dann kann ich die halt nicht durch die Wände sehen. Es geht nur, wenn mein Kollege, der dabei ist, den auch entdeckt hat. Verbinde dich drin mit der Zentralkonsole. Zieh so viel Daten, wie du kannst. Okay. Oh, oh. Nicht schon wieder die Dinger. Schlechte Erinnerung an den. Ah, wusste ich doch. Schon okay. Ganz ruhig. Nur einen Moment. Geh tief ein und sag mir, was passiert ist. Ich war in Äthiopien. Die KRs. Das alles passierte wieder. Was geschieht mit mir? Mist. Du weißt, dass deine Sinnerinnerungen auslösen können? Da tauchen Geräusche, Bilder, Worte aus Liedern auf. Du denkst an Dinge, an die du ewig nicht gedacht hast. Das DNI kann alles viel intensiver machen. Kleine Fehler in deiner Optik? Ein Flüstern in deinem Ohr? Was passiert? Der Doktor kann dir helfen. Wir müssen nur deine Medikamente neu kalibrieren. Keine Sorge. Alles wird gut. Und was jetzt? Im Moment verbindest du dich gerade mit dieser Konsole. Sobald du dich einklingst, kannst du die Daten extrahieren und bearbeiten. Warum sah ich mich eben die ganze Zeit von außen betrachtet? Wie geht denn sowas? Wir haben wen eingeschleust. Bei Coalescence. Er hatte alles Nötige, um die Sicherheitssysteme des Zugs zu überbrücken. Die ZSK haben 6 Stunden gebraucht, um diese Information zu finden. Ergebnis? Zug explodiert. Dir reichten 6 Minuten. Es wären nur 5 gewesen, wenn da nicht der Anblick dieser Roboter gewesen wäre. Und was passiert jetzt? Jetzt finden wir den Mist, Karl. Okay. Schöne Einleitungsmission auf jeden Fall, was da alles möglich ist mit den ganzen neuen Systemen und Augmentierungen, die er bekommen hat. Neue Beine, neue Arme. Plus dann noch die ganzen Dinger in seinem Kopf drin. Von seinen Kumpels informiert, hat der Maulwurf sie erwartet. Er hatte schwer bewaffnete Einheiten dabei. Und wieder haben die ZSK eins aufs Maul bekommen. Ergebnis? Zug explodiert. Wir haben ihn verloren. Er ist weg. Erinnerst du dich an Sarah Hall? Sie hilft dir beim nächsten Teil. Tu genau, was sie sagt. Ich habe sie selbst ausgebildet. Sie ist eine Spionage-Expertin aus der Zeit, als das noch was bedeutete. Vor dem DNI musste man Bücher lesen. An der Akademie ließ Taylor mich viele davon lesen. Nun, manches Wissen muss man sich verdienen. Es schätzen. Das braucht Zeit. Und Zeit hat man eben nicht immer. Okay, Neuling. Von jetzt an weicht die Simulation von der Realität ab. Es wird sich trotzdem verdammt echt anfühlen. Sei einfach kreativ. Alles klar. Schicke die Position an dein Hut. Na los, der fährt da. Achtung, Feinde im ersten Stock. Neue Waffe am Start. Sie macht hier einfach mal einen Nahkampf platt, die Droiden, wollte ich gerade sagen. Die Roboterdrohnen. Ja, da vorne. Der ist, glaube ich, auch ganz gut mit Hacken, der Typ. Unser Junge hackt die Talents der ZSK. Was sagt ihr das? Er hat Panik bekommen. Er sitzt nicht an einem Computer. Er kann sie nur kontrollieren, wenn er auch ein DNI hat. Denke ich mal. Du bist schlau für einen Neuling, das gebe ich zu. Das war jetzt nicht schwierig. Der Mistkerl bewegt sich noch.
Verwende die Werbetafel, um die Magnetbahn zu überwinden. Okay, an der Wand lauf. Er ist verschwunden. Er will ins alte Zürich. Los. Okay, aktiviere eine neue Cyberfähigkeit. Systemlähmung. Systemlähmung? Bei wem? Den da? Nicht schlecht, Neuling. Nicht schlecht. Deine Cyberfähigkeiten sind nicht gratis. Sie aufzuladen braucht Zeit. Behalte dein Hart im Auge. Er wird davonkommen, wenn du dich nicht sputest. Der ist so weit weg. Drohnen wieder am Start. Oh, die kann ich sogar alle drei ausschalten mit der Fähigkeit. Das ist ja nett. Wo bin ich denn hier, ey? Das ist doch nicht Zürich, wo die Mega steht. Schalte sie aus! Ja. Jetzt war nicht grantig hier, Mädchen. Reißen wir ein paar Ärsche auf! Verlier ihn nicht, Neuling. Du bist vor mir, also schnapp du ihn noch. Mach weiter! Okay. Er ist hier lang. Schnapp ihn dir, Neuling. Ich wollte nicht runter. Das ist deine Chance. Schalte ihn aus. Jawohl! Hab ich dich, Mr. Hoodie. Auch schon wieder Pause. Das lief nicht so gut, was? Wieso? Ich hab ihn doch. Unser Verdächtiger wird in etwa 15 Sekunden für immer das Zeitliche segnen. Das darf nicht geschehen, bevor wir die Informationen haben, die wir brauchen. Ich glaube nicht, dass er in der Lage ist, zu sprechen. Das muss er nicht. Er hat ein DNI. Unter Schichten aus Sicherheitsprotokollen zeichnet das DNI die früheren Erfahrungen des Subjekts auf. Unter extremen Umständen kann man diese Informationen mit Gewalt extrahieren. Du kannst tief eindringen in seine Erinnerungen, seine Gedanken, sogar sein Unterbewusstsein. Du könntest alles über die Pläne der Terroristen erfahren. Da ist doch sicher irgendwo ein Haken. Du solltest wissen, dass diese Prozedur nicht nur traumatisch für das Subjekt ist. Der damit verbundene unterbewusste Eingriff wird den Hirntod zurücklassen. Tod. Glaub mir, das ist kein schöner Abgang. Er ist sowieso schon tot. Außerdem ist er ein Terrorist. Erinnert mich alles so ein bisschen auch an Deus Ex, Human Revolution und so mit den ganzen Augmentierungen, die man da hatte. Vor ein paar Minuten wusstest du nichts. Was weißt du jetzt? Ich weiß, wo sie sind. Sie benutzen die alten Zugtunnel für ihren Angriff. Was du durch dein DNI erfahren hast, hat die ZSK Wochen gekostet. Was sage ich wohl als nächstes? Ergebnis: Zug explodiert. Gut, dass du schwere Entscheidungen treffen kannst. Wir sollten fortfahren.